Willkommen zurück, meine Freunde, zu einer weiteren Folge des Honor 2. Ja, nicht lang schnacken. Wir hatten in der letzten Folge vor, jetzt hier ins in Schwarzmarkt einzubrechen, beziehungsweise erstmal überhaupt zu versuchen, die Kombination herauszubekommen. Das habe ich offline schon gemacht. Nein, ich habe nicht online einfach easy nach Lösungen gesucht, um mich jetzt damit zu schmücken und zu sagen, oh ja, ich habe es gelöst. Mir machen solche Logikrätsel einfach viel zu viel Spaß, als dass ich mich einfach nur mal im Internet nachsuchen möchte, um eine Lösung zu finden. Meiner Meinung nach könnten solche Rätsel sogar viel öfter in Spielen drin sein. Ich finde das cool, wenn man ein bisschen überlegen muss. Und wir stehen vor dem folgenden Problem. Um in diesen Schwarzmarkt hier reinzukommen und das letzte Knochenartefakt zu bekommen, was es hier noch auf dieser Karte gibt, brauchen wir eine dreistellige Kombination. So, wo kriegen wir diese Kombination her? Gehen wir nach oben. Diese Tür haben wir von außen hier zufällig mit einem Bolzen geöffnet, beziehungsweise den Balken weggeballert. Dieser Kalender kam mir schon relativ verdächtig vor. In der letzten Folge, glaube ich, oder vorletzten Folge, weiß ich nicht mehr. Und dieser Kalender ist der Schlüssel, um das Rätsel für die Zahlenkombination zu lösen. Aber so alleine können wir damit noch nicht so viel anfangen, denn wir brauchen noch das dunkle Brot. Nein. Wir brauchen diesen Zettel hier, Hochzeit Silbergraphie. Vermählt im Monat des Regen, allein der Liebe wegen. Madotti Silbergraphie Studio für besondere Momente. Genau. Ein sehr schöner Spruch. In einer tiefen Bedeutung, zumindest für uns. Wir müssen uns nämlich merken, vermählt im Monat des Regen. Mit diesem Spruch nämlich können wir das Rätsel lösen. Ich hatte im Vorfeld ja schon rumprobiert und ich hatte hier eine Menge überlegt. Ich habe versucht, die ganzen eingekreisten Zahlen zu addieren, habe dann versucht, was zu subtrahieren, multiplizieren, also zum Beispiel 4 mal 4 habe ich versucht, 11 mal 11, 15 mal 15, das alles zusammenzählen und dann abzuziehen von hier oben und dergleichen. Ich will euch nicht langweilen mit allen möglichen Sachen, die ich ausprobiert habe, die nicht funktioniert haben, sondern ich will euch hier kurz zeigen, wie ich es gelöst habe. Und zwar merken wir uns, vermählt im Monat des Regen, allein der Liebe wegen. Ja, Regen heißt im Englischen Rain, das muss man wissen, sonst steht man hier auf dem Schlauch. Das ist dieser Monat hier und wenn wir gucken, in dem Monat ist markiert die 16. So, was machen wir dann jetzt? Tja, wir zählen mal nach. 1, 2, 3, 4. Der Monat des Regens ist der vierte Monat der Jahre oder des Jahres. Das heißt, wir merken uns die Zahl 4 und es ist sogar ganz einfach. Alle anderen Zahlen, die hier eingekreist sind, können wir getrost vernachlässigen. Die 15 auch. Wichtig ist nur der Monat des Regens. Die 4 und die Zahl 16, die da eingekreuzt ist, oder eingekreist ist. Denn jetzt nehmen wir einfach die 4, die 1 und die 6. Ja, kann man sich gerade noch so merken, die Zahlen. Dann geben wir die mal hier ein. Die 4 für den Monat des Regens, der vierte Monat. Und die 16, weil die 16 dort markiert war. Hier da, Sesam, öffne dich. Wir haben das Rätsel gelöst. Können nun natürlich auch unseren Preis in Empfang nehmen. Nämlich neben diesem Silberbarren nehmen wir jetzt einfach nochmal schön das Knochenartefakt mit. Das ist hier drin. Ja genau, huste du mal. Die Vitrinen hier oder Fensterläden mache ich nicht auf, weil dann dreht die gute Frau durch. Das möchte ich nicht. Ja. Ich gehe hier einfach direkt wieder raus. So. Und jetzt haben wir es auch gelöst. Wir können noch mal gucken, ob wir irgendwas einkaufen können. Die Heuler sollen jetzt ehrliche Bürger ausrauben. Hätte ich nie gedacht. Hätte ich auch nie gedacht. Wir wollen noch mal gucken, ob wir hier noch mal irgendwas kaufen können. Ich weiß gar nicht, wie es mit Betäubungsbolzen aussieht. 0 von 5. Das heißt, da kaufen wir natürlich erstmal welche. Kommen Sie bald wieder, wenn ich dann noch hier bin. Ja. Und jetzt, meine Freunde, machen wir uns auf zu Ginos Schloss. Das Rätsel haben wir schon gelöst. Ja. Auch lediglich mit Hilfe unseres Hirnschmalzes, sage ich jetzt mal, wir haben keine Lösung vorher gebraucht. Und jetzt werden wir mal schauen, wie es denn in Aramis Stiltons Haus so aussieht. Ja. Oder beziehungsweise lebt der Aramis Stilton noch? Was ist mit ihm passiert? Das der Herzog hat die Tür versiegeln lassen. Das Interessanteste. Dieser Kirin Jindosh hat ein Schloss dafür gebaut.
Das weiß ich. Und dieses Schloss haben wir schon geknackt. Kein anderer hat es geschafft. Wir schon. Aramis Tiltons Haus. Und jetzt betreten wir es mal. So. Bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Barmherzig niemanden getötet. Wir haben zwei Leute getötet. Wen haben wir denn getötet? Wen haben wir... Ach, ja, okay, das waren nicht wir, sondern ich bin mir sicher, diese zwei, das waren die Zivilisten, die abgeknallt wurden. Ist natürlich toll, dass das für uns, dass das zählt, als hätten wir die umgebracht. Das haben wir aber gar nicht. Naja, kann man nichts machen. Wir haben ansonsten aber 5 von 5 Runen gefunden, ein Outsider-Schrein, alle Knochenartefakte. Uns fehlen insgesamt, 330 Münzen, sage ich mal. Aber alles weitere erfolgreich geschafft. Jindos Schloss geknackt, ohne die Lösung von anderen erhalten zu haben. Haus seiner Kinder, das Haus gefunden und erforscht, in dem Corvo Atano aufgewachsen ist. Alternativlösung, die Anführer beider Fraktionen im Kampf um den Staubbezirk eliminiert und den Schwarzmarktüberfall, Türkombination mithilfe des Ehedatums des Ladenbesitzers gelöst. Genau. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, was uns in Aramis Tiltons Haus erwartet. Ich weiß es nämlich nicht, ich habe keine Videos geguckt oder dergleichen. Ich spiele immer noch blind. Mission 7, ein Riss in der Fassade. In Aramis Tiltons Anwesen wurde ein seltsames Ritual abgehalten, bei dem Delia Copperspoon und ihre Anhänger ihre Finger am Spiel hatten. Sammle Informationen über Delias Geheimnisse, sobald du das Haus betreten hast. Der Chronowandler. Mit dem Chronowandler des Outsiders kannst du keine Körper durch die Zeit tragen. Aha. Was denn für ein Chronowandler? Zeit ist etwas Seltsames. Ich verließ Karnaka vor Jahrzehnten, war gespannt auf die Dinge in Dunwall. Ich erinnere mich an die Liebe zu Jessamine, an ihre Krönung als Kaiserin, Emilys Geburt, die Seuche, dann Jessamines Tod und eine andere Krönung. Und jetzt das, in der Stadt, in der ich geboren wurde. Stiltons Haus verbirgt ein Geheimnis, aber ich nehme es Ziegel für Ziegel auseinander, um hinter Delilahs Unsterblichkeit zu kommen, solange sie dabei am Ende in Ketten liegt. Sie hat sich vielleicht aus dem Nichts nach oben gearbeitet, aber für Tyrannen und Hexen hege ich schon lang keine Sympathie mehr. Alles, was ich will, ist Delilah zu erledigen und für Emilys Sicherheit zu sorgen. Noch einmal. Ja, wir haben jetzt Aramis Tiltons Anwesen. Komisch, gerade hat sich was verändert. Okay. Im Tagebuch lesen wir doch mal nach. Aramis Tiltons Anwesen ist ein seltsamer Ort, der dir deine spirituelle Energie und damit die übernatürlichen Kräfte raubt. Das ist aber scheiße. Das finde ich jetzt nicht so gut. Wir haben ein paar Missionsgegenstände, aber aus der letzten Mission. Haben wir hier irgendwas Relevantes? Nein. Ich hack das einfach mal kurz ab. So. Die Audiographen haben wir uns schon angehört. Die ganzen Notizen kennen wir ja. Gefallen. Aramis Tiltons Anwesen. Okay. Hinterhof. Keller. Schmetterlingszimmer. Esszimmer. Große Halle. Wasserbecken. Arbeitszimmer. Zuerst müssen wir natürlich einmal gucken, wo wir sind. Ich nehme mal an, hier bei der 1, dem Hinterhof, nehme ich mal an, und wir schauen auf die große Halle. Und wir haben jetzt einfach die Mission: Untersuche Aramis Tiltons Verschwinden. Finde heraus, ob Aramis Tilton noch lebt und was ihm vor 3 Jahren zugestoßen ist. Okay, dann versuchen wir das einfach mal. Ah, ich finde sogar interessant, wir können direkt wieder in den Staubbezirk. Das ist ja interessant. So, gespeichert. Der Ort ist verflucht, rissig. Ich spüre, dass nichts einsickern. Okay, ja, ich kann hier wirklich überhaupt nichts benutzen. Aha. Gibt es hier dann jetzt auch noch Beute oder... Also ist das eine völlig neue Mission? Es gibt Beute... Und ich muss diese Mission halt lediglich komplett ohne
meine Fähigkeiten spielen oder... Ich werde mich jetzt natürlich hier draußen umgucken. Ich kann ja meine ganzen Fähigkeiten nicht benutzen. Das kann ich nicht aufsammeln, okay. Aramis Stiltons Haus. Stilton ist vom Rest des Bezirks abgeschnitten. Das kann man wohl sagen. Gibt es hier draußen denn irgendwas zu finden? Oder verschwende ich meine Zeit, wenn ich hier rumlaufe? Ist hier oben was? Nein, hier ist auch nichts. Hier kann ich nichts finden. Es sind aber halt auch keine Wachen da. Ich meine, wer sollte das Haus auch bewachen oder bewachen wollen? Ist ja schon durch so ein unmögliches Jindosch-Rätsel eigentlich gelöst. Das heißt, es sollte keinen Grund geben, hier dann nochmal Wachen hinzustellen. Ich kann hier jetzt auch nicht groß was erkennen, dass es hier irgendwie was zu plündern gibt oder Alternativwege. Das heißt, wir gehen einfach mal durch diese Tür, aber ich spiele mal vorher durch. Okay, schon mal Ratten da, aber wir können die Ratten natürlich nicht verwenden, um in ihre Körper zu gehen. Da unsere Fähigkeiten blockiert sind und ansonsten. Ja, können wir hier einfach mal gucken, was los ist. Wir müssen wieder ganz altmodisch alles öffnen. Da wir nicht sehen können, vorher nicht sehen können, ob was drin ist. Leere Flaschen. Rune und Knochen, Artefakt in der Nähe, eine Rune. Das Herz funktioniert also trotzdem. Das war einst meine Welt. Alles von den nördlichsten Ufern bis hier nach Kanaka im Süden. Ja, das ist schön. Ich dachte, du kannst mir was über das Haus erzählen. Aber dem ist anscheinend nicht so. Immerhin funktioniert unser Herz hier noch. Zweiermünze. Ja. Ist das Stilton? Weiß? Aramis Stilton, aha. Ein Rattenspieß, noch ein paar Münzen. Sie ja, bringen mir Essen. Rein und raus wie der Wind. Sie haben wohl Angst. Okay. Ich werde da später hingehen, noch nicht jetzt. Einmal gespeichert. Der hörte sich aber jetzt auch irgendwie nicht mehr so ganz vernünftig an. Ich bin so ganz knusper in der Birne. Ist aber ja auch schon 3 Jahre eingesperrt, also... Vielleicht ist er ein bisschen durchgedreht. Hier... ist bisher nichts weiter. Auf jeden Fall können wir schon anhand des Zustandes des Hauses sagen, dass Aramis Stilton nicht nur einfach irgendwie zurückgezogen lebt, sondern der hat sein eigenes Haus anscheinend schon seit Ewigkeiten nicht mehr betreten, beziehungsweise kann sich das schon seit Ewigkeiten nicht mehr frei drinnen bewegen. Auf der Jagd, das Wild hatte Gesichter. Aha. Und viele Möglichkeiten haben wir aber anscheinend auch nicht hier in diesem Haus rumzuschleichen. Das meiste ist einfach zugeschüttet. Den Bergwerken. Ich höre sie unten heulen. Aufgeblähten Tiere. Da sehen wir seinen Schatten irgendwo. Ja, der Typ scheint echt die besten Tage hinter sich zu haben. Wie bin ich so alt geworden? Wo sind die Männer aus früheren Zeiten? Die Bälle, die wir hier hatten. Okay. Also ich werde hier auch gleich erstmal wieder zurückgehen und die eine Etage höher gehen. Da hatten wir noch die Treppe zur Verfügung. Und... Die Zeit läuft aus. Sie kommt aus den Wänden. Sie ruiniert die Teppiche. Der Herzog bezahlt die Heuler, damit sie Stilton Essen bringen. Aha. Okay, erstmal gehe ich hier hoch. Sagt der Kaiserin, dass der Herzog im Garten Leichen ausgräbt. Und er kann jetzt singen. Sie weiß, was das bedeutet. Mhm, ja. Sicher. Also der Herzog arbeitet mit den Heulern zusammen, damit sie
Aramis Stilton Essen bringen. Ja, also wissen wir schon mal, der Herzog arbeitet mit Kriminellen zusammen. Und aus irgendeinem Grund brauchen sie Aramis Stilton ja anscheinend noch, weil ansonsten, ja, hätten sie ihn einfach sterben lassen können, beziehungsweise umbringen können. Haben wir hier sonst noch was? Nein. Und irgendwas stimmt auch mit diesem Haus oder dem Gebiet ganz und gar nicht, da wir unsere Fähigkeiten nicht benutzen können. Mal sehen. Haben wir hier irgendwas Interessantes? Nö. Schöne Maske. Zweiermünze, Pistolenkugel. Jetzt muss man natürlich deutlich genauer gucken, ob man nicht irgendwas übersieht. Wahrscheinlich. Selbst ohne Augen sehe was ich so viel das? Von der Welt. Einst waren fast alle Dinge verborgen. Ah, okay, das war wahrscheinlich ein Nestwächter. Das war wahrscheinlich ein Nestwächter, der uns irgendwie kurz, ich weiß nicht, gesehen hat oder so zumindest. Hat er irgendwas gehört? Ich gehe davon aus, dass es ein Nestwächter war, weil ich habe niemanden reden hören und dort war ein Blutfliegennest. Mhm. Prüfen. Ja, da. Da läuft ein Nestwächter rum. Okay. Sehen wir uns hier erstmal ein bisschen um. Ich muss also in dieser Richtung etwas vorsichtig sein. Da muss ich wohl schleichen und aufpassen, dass der Nestwächter mich nicht gerade anglotzt. Hier ist nichts. Das ist die Eingangshalle. Aber wir hatten das Haus so verwüstet. Okay, also die Rune haben wir. Der Tresor ist leer. Das heißt, das Haus wurde wahrscheinlich schon von irgendwelchen Leuten vor Jahren geplündert, als dann erfahren, oder als rauskam, dass Aramis Stilton nicht mehr da ist oder sein Haus nicht mehr bewacht, oder es waren halt sogar direkt die Heuler, die ihm Essen bringen sollen. Wer weiß, vielleicht kriegen wir es ja noch raus. Hier ist auch nichts weiter. Die Unterdrückten, Armen und Vergessenen. Ja. Gassen, Jungen, Bettler, Waisen. Wer spricht für sie? Tja, ich jedenfalls nicht. Und irgendeine Information stand ja auch mit einer Chronosphäre. Also ich weiß nicht, ich kenne sowas nur aus Command & Conquer. Vielleicht können wir hier auch bald durch die Zeit reisen. Also irgendwas hat Ashworth gemacht. Irgendein Gegenstand. Wahrscheinlich irgendwie so ein Hexenartefakt. Armbrustbolzen. So. Bald sind wir im Prinzip über Aramis Stilton. Ja. Fast was gehört, das ist korrekt. Wahrscheinlich nicht. Muss jetzt vorsichtig sein, ob es hier nicht nochmal irgendwelche weiteren Nestwächter gibt. Was nichts war das? Drin? Nichts. Okay, da sitzt er am Klavier. Da können wir dann wahrscheinlich runterspringen. Ich glaube aber nicht, dass wir von dem irgendwelche großen Informationen bekommen. Da ihr ja selber hört, dass er nicht besonders viele zusammenhängende Sachen von sich gibt. Hier ist nichts. Oh, Theodanis Abele, ja, der ist aber schon tot. Er ist schon tot, mein Guter. Klingt lustig. Okay. Da springe ich noch nicht runter. Ich will erst nachgucken, was hier so ist. Hier liegt
nichts. Es ist so hell hier drinne, wenn ich die Augen zumache. Aha. Okay. Hier haben wir nichts. Außer so einem hässlichen Krokodil in einer zugeschütteten Badewanne. Beziehungsweise einer bepflanzten Badewanne. Nee. Nichts. Dann gehe ich nochmal zurück zum Ort, wo der Nestwächter war. Ich werde mal gucken, ob ich den Nestwächter ausgeschaltet kriege. So. Dab, dab, dab. Ach, ich komme da noch gar nicht rein. Nee, ich komme noch gar nicht rein. Das heißt, uns bleibt nur noch der Weg zu Aramis Tilton. Ich glaube nämlich nicht, dass ich da durchballern kann. Naja, dann schauen wir mal, was der gute Aramis Tilton uns zu sagen hat, falls er uns irgendwie was zu sagen hat. Ich speichere hier nochmal und dann gehe ich hier mal runter. Theo, reißen Sie sich zusammen. Die Decken vor, ja? Vor 3 Jahren zerbrach etwas in Aramis Tilton wie ein billiges Schloss. Ein Teil von ihm und des Hauses haben jeden Abend nur verlassen. Der innere Zirkel des Herzogs ist noch immer hier, um den großen Plan umzusetzen. Delilahs Plan. Und ein Teil von Aramis Tilton ist hier. Zerbricht weiter. Das Nichts ist kein wirklicher Ort. Es ist viel älter und seltsamer, als du denkst. Es betrachtet dich von innen. Im Herzen von Stiltons Haus tröpfelt das Nichts durch das kleine Löchlein von Delilahs Trick immer weiter. Selbst Magie ist hier verkehrt. Alles funktioniert anders. Nimm das. Stell dir vor, es wäre eine Art Chronowandler. Geh. Beobachte den Herzog und Delilah. Sieh selbst, was sie getan haben. Okay. Den Chronowandler des Outsiders nehmen. Die Nacht wird es sehr kalt. Chronowandler. Verwende den Chronowandler, um zwischen Gegenwart und Vergangenheit hin und her zu reisen. Halte die rechte Maustaste gedrückt, um durch die Zeit zu reisen. Drücke F, um die Linse auf- und zuzuklappen, mit der du die andere Zeitlinie beobachtest. Tipps: Umgehe Hindernisse oder fliehe vor Gegnern, in denen du in die andere Zeit reist. Du kannst nicht zwischen Zeitlinien wechseln, wenn ein Hindernis dir im Weg steht. Ungeachtet deiner Position tickt die Zeit auf beiden Zeitlinien weiter. Was du in der Vergangenheit veränderst, wirkt sich auch auf die Gegenwart aus. Oha! Oha. Das hört sich an, als wäre das mal gar nicht so unkompliziert. 2 Zeitlinien, Vergangenheit, Gegenwart. Beide Zeitlinien laufen weiter oder laufen überhaupt, egal wo ich mich befinde. Und mit dem Chronowandler kann ich zwischen den Zeitlinien hin und her wandeln. Okay, der Chronowandler des Outsiders. Der Chronowandler scheint eine Tür zwischen Gegenwart und Vergangenheit zu sein, in der Herzog Luca Abele und sein innerer Zirkel noch versammelt sind. Herzog Luca Abeles Zirkel. Herzog Luca Abele hat dort vor 3 Jahren seinen inneren Zirkel versammelt, um Delilah zu helfen. An diesem Tag ist Aramis Tilton etwas Schlimmes zugestoßen. Machtlos. Aramis Tiltons Anwesen ist ein seltsamer Ort, der dir deine spirituelle Energie und damit die übernatürlichen Kräfte raubt. Okay. Ich vermute aber mal, dass... Ups. Das wollte ich so nicht. Aber sehr cool gemacht. Ich vermute aber mal, dass ich doch dann in der Vergangenheit... Wenn... Also, ich vermute mal, dass ich in der Vergangenheit doch dann meine Kräfte benutzen kann. Weil sich das so angehört hat, als würde das halt erst passiert sein. Mit, dass das nichts hier einsickert, nachdem Delilah hier ihre, ja, weiß nicht, ihr Ritual oder sowas abgehalten hat. Das heißt, ich müsste dann ja
in der Lage sein, in der Vergangenheit meine Fähigkeiten einzusetzen. Ja, das werden wir doch mal gemeinsam in der nächsten Folge ausprobieren. Ich freue mich auf jeden Fall echt drauf. Das scheint super interessant zu sein. Vom Design her und von den Möglichkeiten. Aha. Theo? Wo bist du, mein Freund? Okay, da war die Matratze nicht da. Ich muss mit dir reden. Lass uns in der Küche Tee trinken. Das sah hier mal echt ganz anders aus, Leute. Ja, das kann man hier schon gut erkennen. Naja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergeht und was wir hier noch alles sehen können. Ich hoffe, ihr auch. Lasst es mich doch einfach in den Kommentaren wissen, wie ihr Dishonored selber so findet und auch das Let's Play hier. Und dann hoffe ich einfach, dass wir uns in der nächsten Folge von Dishonored wiedersehen. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen und sage mal, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich muss mich hier